Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich heiße euch willkommen zum Review des Ninebot Max G2D. Beim Ninebot Max G2D handelt es sich um den Nachfolger des beliebten Ninebot Max G30D. Dieses Gerät ist mir freundlicherweise vom Kanal Techniktests von Michael zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich euch empfehlen, dort zu abonnieren. Dann schauen wir uns das Gerät einmal ein bisschen aus der Nähe an. Im hinteren Bereich haben wir 10 Zoll schlauchlose Luftreifen. Wir haben einen 450 Watt Motor mit einer Peakleistung von 900 Watt. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Ninebot Max G30D. Der hatte 750 Watt Peakleistung und einen 350 Watt Motor. Leider wurden hier die 500 Watt, die maximal in Deutschland erlaubt sind, nicht ausgenutzt. Neu hinzugekommen ist hier hinten und auch vorne eine Federung. Sehr interessant, wie sie die hier integriert haben. Und als Besonderheit, wir haben hier eine hydraulische Federung. Hier sehen wir das Rücklicht und hier an der Seite haben wir noch ein paar Reflektoren. Ja, die Federung ist hinten schön im Scooter integriert worden. Ich glaube, das Deck ist ein bisschen breiter geworden. Im Deck befindet sich ein gleich großer Akku wie beim Ninebot Max G30D. Es handelt sich um einen 36 Volt Akku auf 15,3 Amperestunden. Ninebot Design steht hier dran. Hier an der Seite haben wir einen ganz normalen Ständer. Hier unten versteckt sich die neue Hupe, die zeige ich euch gleich. Auch beim Vorderrad handelt es sich um 10 Zoll schlauchlose Luftreifen. Hier vorne ist eine Trommelbremse integriert und wir haben auch hier eine hydraulische Federung. Das ist der Hebel vom Klappmechanismus und hier oben gibt es ein paar Reflektoren und die Beleuchtung. Hier sehen wir das Vorderrad von der anderen Seite und den Bowdenzug von der Trommelbremse. Ja, hier haben wir das vorgeschriebene Typschild und ein paar Warnungen und Hinweise. Beim Ladeanschluss ist alles gleich geblieben zum Ninebot Max G30D. Wir haben hier ein integriertes Ladegerät mit 3 Ampere und es gibt die Möglichkeit, ein 5 Ampere Schnellladegerät anzuschließen. Hier sehen wir das Hinterrad von der anderen Seite und den Lufteinlass. Dieser Haken hier gehört zum Klappmechanismus. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man das Gerät zusammenklappt und wie man es danach wieder auseinanderklappt. Zum Zusammenklappen gibt es hier so einen kleinen Hebel, den zieht man nach oben und dann kann man den großen Hebel umlegen. Und hier oben befindet sich so ein Fänger. Dort schnappt das Ganze ganz einfach ein. Durch die Federung ist der Scooter deutlich schwerer geworden als der Ninebot Max G30D. Der wiegt jetzt 24,3 Kilogramm. Im Vergleich dazu der Ninebot Max G30D wog nur 19 Kilogramm. Zum Auseinanderklappen lösen wir hier die Klammer, klappen den Lenker hoch und machen den Hebel zu. Und schon kann man losfahren. Dann schauen wir uns einmal die Federung an. Also es funktioniert. Auch bei meinem Gewicht. Ich habe da durchaus noch Federungskomfort. Ich hänge allerdings ein bisschen weiter unten. Dann schauen wir uns einmal den Lenker an. Wir haben einen Bremshebel. Der bedient die vordere Trommelbremse und die hintere Motorbremse. Auf einen zusätzlichen elektrischen Bremshebel hat man schon seit längerer Zeit verzichtet. Den Handyhalter gab es wohl mal dabei, als der Michael diesen Scooter gekauft hat. Und hier drüben haben wir den Gashebel und den Fänger vom Klappmechanismus. Der Fänger war ursprünglich bei der Klingel mit integriert beim Ninebot Max G30D. Das hat man jetzt hier anders gelöst. Mit einem Druck auf die Taste schaltet man den Scooter ein. Ich zeige euch jetzt einmal die Hupe. Die Hupe ist ja hier unten eingebaut. Ziemlich greller Ton, finde ich. Wir haben hier eine Blinkerwippe. Die Blinker strahlen sowohl nach hinten als auch nach vorne ab und sind auch bei Tageslicht gut zu erkennen. Und wie ihr hören könnt, gibt es auch noch eine akustische Bestätigung. Man kann direkt umschalten auf die andere Seite. Und das Blinken wird euch auch im Display angezeigt. Der Scooter hat auch eine Bremslichtfunktion, aber leider keine hinteren Blinker. Mit einem Einfachklick schaltet man die Beleuchtung ein. Das wird hier auch angezeigt. Ja, das Frontlicht ist ein alter Bekannter. Das kennt man schon von anderen Ninebot-Scootern. Mit einem Doppelklick kann man zwischen Eco, Drive und Sportmodus wechseln. Dann schauen wir uns einmal die Maße an. Das Trittbrett hat eine Breite von 18 cm, auch hier im vorderen Bereich. Die Länge des Trittbretts beträgt 50 cm bis zu diesem Bogen hier. Der Lenker hat eine Breite von 57 cm.
Es ist auch Platz vorhanden, um zum Beispiel einen Handyhalter an verschiedenen Stellen anbringen zu können. Die Lenkerhöhe vom Trittbrett aus gemessen beträgt 1,04 Meter. Das ist schon ganz gut. Der Durchschnitt ist so bei 1 Meter. Ja, der Michael hat mir gleich zwei Ninebot-Scooter ausgeborgt. Einmal haben wir hier den Ninebot Max G2D und den Ninebot F2 Pro D. Ich hatte mich für ein anderes Modell entschieden, nämlich den Ninebot F65D. Bei dem gab es ein 48-Volt-System, während diese beiden Scooter hier ein 36-Volt-System haben. Da bin ich auf jeden Fall mal auf die Unterschiede beim Steigungstest gespannt. Ja, beide Scooter bieten einen 450-Watt-Motor mit 900-Watt-Peak-Leistung. Da bin ich gespannt, ob die auch genauso gut den Berg hochkommen. Der Ninebot G2D ist hinten voll gefedert und vorne auch. Während der Ninebot F2 Pro, der ist nur vorne gefedert. Die Lenkstange des Ninebot Max G2D ist deutlich breiter als beim F2 Pro. Der Lenker ist ähnlich aufgebaut. Größtenteils haben wir hier dieselben Bedienelemente und die Blinker. Lediglich die Position des Fängers vom Klappmechanismus, die ist unterschiedlich aufgrund der bauartbedingten Unterschiede. Bei der Bereifung haben wir bei beiden Modellen 10 Zoll schlauchlose Luftreifen. Das ist sehr gut. Hier haben wir vorne eine Scheibenbremse, während wir hier vorne eine Trommelbremse haben. Hinten haben wir jeweils die Motorbremse. Die Beleuchtung ist quasi identisch. Auch hinten haben wir bei beiden Scootern eine Bremslichtfunktion. Und auch die Blinker sind quasi gleich. Und die Piepstöne sind genauso. Und auch die Hupe ist absolut identisch. Beim Ninebot F2 Pro haben wir diese orangen Akzente, während man beim Ninebot G2D diese gelben Akzente hat. Ja, auf dem Papier und erstmal hier so von den Komponenten sind die ziemlich gleich. Ich würde behaupten, dass der Ninebot Max da noch ein Ass im Ärmel hat, aber das sehen wir am Ende in den Tests. Ich bin mit diesem Scooter noch gar nicht gefahren. Ich werde gleich im Anschluss meine üblichen Tests machen, das heißt den Steigungstest, den Reichweitentest und die Performance-Messung. Und dann werde ich das Video an dieser Stelle fortsetzen. Für euch geht es jetzt natürlich direkt weiter. Ja, ich bin zurück. Ich habe mit dem Scooter jetzt die Performance-Messung und den Steigungstest gemacht. Und da wollen wir jetzt einmal reinschauen. Anfangen tun wir mit dem Steigungstest. Ich bin jetzt mit dem Ninebot Max G2D bei der 10% Steigung. Und dann schauen wir mal, wie er dort hochkommt. Und los geht's. km/h zeigt das Display an, beziehungsweise das GPS. Und jetzt geht es runter auf 21 km/h. Ja, dann schauen wir mal, wie wir hier hochkommen. . 14,2, 13,5, 12,7, 12,6, 12,3, 11,8, 11,2, uiuiui. Mit 11 km/h kommen wir hier hoch. Ja, dann schauen wir mal, wie es bergab aussieht. Ja, wir werden ordentlich schnell. Fast 30 km/h werden angezeigt. Ich bin die Steigung direkt davor mit dem Ninebot F2 Pro gefahren und tatsächlich bin ich mit dem schneller hochgekommen. Da war ich bei 14 km/h. Vor mir befindet sich die 20% Steigung. Ich werde wie immer versuchen, auf dem Weg bergab zu bremsen. Und ich lasse rollen und jetzt bremse ich. Ja, das klappt erstaunlich gut. Ich bin jetzt mit dem Ninebot Max G2D bei meiner 20% Steigung. Und dann schauen wir mal, wie er dort hochkommt. Und los geht's. Die Beschleunigung ist gut. Auch hier in der Steigung. Wir sind jetzt bei 17, 18. Und jetzt beginnt die Steigung. Ja, hat er geschafft. 8,5, 7,8. 6,8, 6,0. 5,9 war, glaube ich, das Niedrigste. Also mit 6 km/h sind wir hier hochgekommen. Ja, ich bin direkt davor mit dem Ninebot F2 Pro gefahren. Der hat das hier mit 4 km/h geschafft. Das ist interessant.
komische Eichhörnchen. Warum müssen die unbedingt drüber? Ja, hier auf dem Schotterweg fährt er sich sehr gut. Die Federung, die macht einen erstaunlich guten Job. Ich bin jetzt mit dem Ninebot Max G2D bei meiner 15% Steigung und dann schauen wir mal, wie wir dort hochkommen. Und los geht's. Unter der Brücke wird der Empfang ein bisschen gestört sein vom GPS, aber danach sollte es wieder funktionieren. Und hier beginnt die Steigung. Zwölf. Zehn kmh. Acht kmh. Und ganz oben 6,6. Ja, mit 7 kmh sind wir hier hochgekommen. Dann schauen wir mal, wie wir hier hochkommen. Ja, so ca. 14 km/h. Ne? Das ist schon ganz in Ordnung. Ich werde jetzt noch einmal zur 10% Steigung fahren, weil komischerweise hat er dort nicht so gut performt. Ich möchte das nochmal probieren. Ja, wir sind erneut bei der 10% Steigung. Ich möchte ihm hier eine zweite Chance geben, weil die 11 km/h, die passen irgendwie nicht so ganz ins Bild. Und los geht's mit der Steigung. Nichts zu machen. Es bleibt bei 11 km/h. Ich hatte den Scooter dann voll geladen und etwas später die Performance-Messung gemacht und auf dem Weg dorthin muss ich auch hier rüber. Also habe ich die Messung hier nochmal wiederholt. Und hier beginnt die Steigung. Dreizehn Komma null war das niedrigste, was ich gesehen habe. Und endlich ein besseres Ergebnis, 13 km/h. Ja, beim Steigungstest sind wir alle meine Steigungen hochgekommen. Teilweise war es aber durchaus knapp. Damit sortiert sich der Scooter sicherlich so im Mittelfeld ein. Ja, dann schauen wir einmal in die Performance-Messung. Ich bin jetzt mit dem Ninebot Max G2D bei meiner Performance-Messstrecke. Und dann schauen wir mal, wie er hier so performt. Und los geht's. In 4,86 Sekunden. 21 km/h haben wir auch erreicht. Und 22 km/h haben wir auch noch erreicht. 100 Meter in 20,55 Sekunden. Ja, ich sage mal, die guten Scooter schaffen es in unter 20 Sekunden. Wir haben ein bisschen Gegenwind in dieser Richtung. Meter haben wir. Dort vorne beim Zaun werden wir auch die 1000 Meter haben. 1000 Meter in 1,73,36. Ich mache die Vollbremsung. 1,51. Ich mache jetzt den Rückweg mit dem Ninebot Max G2D. Und los geht's. 20 km/h in 4,51 Sekunden. 23 km/h haben wir auch erreicht. 100 Meter in 20,19 Sekunden.
In dieser Richtung kein Gegenwind. Meter haben wir. Dort vorne beim Baum werden wir auch die 1000 Meter haben. 1000 Meter in 1,72,74. Ich mache die Vollbremsung. 1,75. Auch bei der Performance-Messung sortiert sich dieser Scooter eher so im Mittelfeld ein. Der Motor ist nicht schlecht, aber es gibt einfach inzwischen deutlich bessere Motoren auf dem Markt. Man merkt natürlich, dass er ein bisschen besser ist als der Ninebot Max G30D, aber hier wurden zum Beispiel nicht die 500 Watt ausgenutzt, die in Deutschland möglich sind. Auch die Peakleistung von 900 Watt ist inzwischen durchaus von anderen Herstellern überholt worden. Ja, dann schauen wir einmal in den Reichweitentest. Und los geht's. Ich schalte jetzt nochmal die Beleuchtung ein. Ich habe den Reichweitentest vom Trittbrett Sultan reingeladen. Der hat ja einen ähnlich großen Akku. Und wir fahren jetzt diesen Test nach. Mit dem Sultan bin ich ca. 36 Kilometer weit gekommen. Und beim Ninebot G2D rechnet mit einer ähnlichen Reichweite. Wir haben heute 12 Grad Celsius. Es ist allerdings früh am Morgen. Es kann sein, dass die Temperatur noch ansteigt. Der Ninebot G2D hat ja die Ride-Long-Technologie. Da bin ich sehr gespannt, ob die was taugt. Denn mit dem Ninebot G30D, der ja den gleich großen Akku hat, bin ich zum Beispiel nicht so weit gekommen. Ich werde alle Steigungen hochfahren. Eine Sache ist mir aufgefallen bei diesem Scooter. Im Moment sieht es nicht so aus, aber wenn Sonne scheint, kann man das Display wirklich sehr schlecht ablesen. Im Moment kann man es tatsächlich ganz gut ablesen. Ja, die Fahrt ist sehr bequem. Wenn ich mich anstrenge, kann ich es schaffen, hinten die Federung auszumanövrieren, dass ich aufsetze. Aber so im normalen Betrieb ist das nicht der Fall. Und die Federung funktioniert eigentlich ziemlich gut. Die Beschleunigung hat nachgelassen. Und der letzte Balken ist gerade rot geworden. Ja, 2,78 Kilometer habe ich noch geschafft mit dem Sultan. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Ninebot Max G2 auch noch schaffen. Aktuell fahren wir mit 19 km/h. Der Scooter schafft es also nicht mehr, die Höchstgeschwindigkeit zu halten. 8 km/h. 6,4, 6,9, 6,5. Na gut, ist vorbei. 36 Kilometer haben wir geschafft. Ja, den Reichweitentest, den muss ich noch machen. Da habe ich noch kein Ergebnis. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, dann wollen wir den Ninebot Max G2D einmal mit anderen E-Scootern vergleichen. Auf meiner Homepage elektrikcommuter.de, da können wir den Ninebot Max G2D jetzt mit anderen E-Scootern vergleichen. Dazu gehe ich auf Vergleich, Fahrzeugvergleich. Jetzt wähle ich den Ninebot Max G2D, den Ninebot F2 Pro-D, den G30D und den F65D, den EPF2, den Iohox Sparrow 2 und den Otis Neo E100. Hier sehen wir die Ergebnisse der Reichweitentests. Der Ninebot Max G2D ist die lilane Säule. Und mit dem bin ich 36 Kilometer weit gekommen. Mit dem Iohox Sparrow, mit dem E-Power von EPF2 und mit dem Otis bin ich deutlich weiter gekommen. Hier sehen wir die Ergebnisse der Steigungstests. Die lilane Linie befindet sich bei dieser Auswahl eher so im unteren Bereich. Hier sehen wir die Ergebnisse der Beschleunigungsmessung. Die lilane Linie ist hier ein bisschen höher, das ist in dem Fall eher schlecht, denn das bedeutet, dass der Ninebot ein bisschen länger gebraucht hat, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Aber hier hinten scheint es sich dann wieder zu normalisieren.
Bei der Streckenmessung, da hat er 1,72 gebraucht. Schneller waren der iHawk Sparrow und der EPF2. Und alle anderen waren langsamer, besonders der Otis Neo E100, der nur 19 km/h schnell fährt. Bei der Bremsmessung hat er für einen Scooter mit Trommelbremsen ein recht gutes Ergebnis gebracht, 1,51. Dann wollen wir mal schauen, wo sich der Ninebot Max G2D in meinen Tabellen einsortiert. Dazu gehe ich auf Vergleich E-Scooter. Jetzt schränke ich das Ganze auf straßenzugelassene Fahrzeuge ein. Und der Ninebot Max G2D hat sich bei der Reichweite auf dem 17. Platz einsortiert, zwischen die Hilde und den Sultan. Ja, wie man sieht, von den Wattstunden ist er damit genau richtig. Bei der Streckenmessung, da sortiert er sich auf dem 25. Platz hinter dem Ninebot F2 Pro D ein und vor dem Navi M65i. Ja, alles Gute habe ich jetzt gleichzeitig hier. Deswegen gibt es hier noch keine Videos dazu. Die kommen alle so nach und nach. Bei der Beschleunigungsmessung, da hat sich der Ninebot Max G2D auf dem 24. Platz hinter dem Navi N65i und vor dem Otis Alpha X3 Pro einsortiert. Bei der Streckenmessung, da hat er sich auf dem 17. Platz vor der Trittbrett Hilde und hinter dem Trittbrett Paul Light Edition, das war der mit den 14,7 Amperestunden, den ich zuerst hatte, einsortiert. Und bei der Bremsmessung hat er sich auf dem 24. Platz hinter dem Prophet 10 Zoll ARG und vor dem NIO Cookies 3 Pro einsortiert. Wir gehen nochmal kurz hoch zur Steigleistung. Man kann die Tabelle nach dem Hersteller filtern, zum Beispiel Ninebot. Und da sehen wir, welcher Ninebot am stärksten ist, nämlich der Ninebot F65D. Das liegt am 48 Volt System. Da hatte ich schon vor einer Weile die Videos gebracht. Und die beiden neuen, die ich jetzt hier habe, der Ninebot Max G2D und der F2 Pro D, die haben sich direkt dahinter einsortiert. Ja, dann kommen wir einmal zu einem kleinen Fazit. Ja, die angebrachte Federung im vorderen und im hinteren Bereich, die ist wirklich gut. Die hat auch bei meinem Gewicht wirklich noch sehr gut funktioniert und das Ganze sehr doll abgedämpft. Es gibt natürlich andere Scooter mit Schwingarmfederungssystem, die funktionieren natürlich nochmal deutlich besser. Aber für so einen Commuter-Scooter, also Pendler-Scooter, wie der Ninebot Max G2D sein soll, hat das schon sehr gut funktioniert. Also ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, mit dem Gerät zur Arbeit zu fahren. Allerdings hat dieser Scooter ein sehr hohes Gewicht mit 25,4 Kilogramm. Das sollte man dabei auf jeden Fall bedenken. Von den Abmessungen her hat er sich im Vergleich zum Ninebot Max G30D nicht groß verändert. Der Lenker ist ein bisschen breiter geworden, aber das hält sich alles noch im Rahmen. Mir ist aufgefallen, dass ich mit diesem Scooter vorne beim Eingang nicht aufsetze. Dort ist eine kleine Stufe und mit dem Ninebot Max G30D bin ich immer im hinteren Bereich unten aufgesetzt. Das war hier beim Ninebot Max G2D nicht. Das heißt, der ist ein bisschen höher. Negativ aufgefallen ist mir das Display. Das ist wirklich sehr dunkel, das kann man im Hellen wirklich sehr schwer ablesen. Das war beim Ninebot Max G30D deutlich besser. Ja, der neue Klappmechanismus, der tut seinen Dienst, der stört hier in keiner Weise. Ich würde mir wünschen, dass der Hersteller so wie beim Ninebot F2 Pro hier auch noch eine zusätzliche Klingel anbringt. Weil diese Hupe, die hier installiert ist, die hat so einen schrillen Ton, den möchte man eigentlich den Leuten draußen nicht zumuten. Ja, hier bei diesem Scooter lag dieser Ninebot Handyhalter bei. Da hat sich mein Handy auch sehr wohl drin gefühlt. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der ist allerdings relativ teuer. Bei den Blinkern hat man das Problem, dass man die verdeckt, wenn man auf dem Scooter steht. Im Vergleich zu den Scootern von Trittbrett, wo der Lenker nochmal breiter ist, steht man halt hier durchaus vor den Blinkern. Das heißt, direkt von hinten wird man die nicht sehen können. Daher würde ich mir schon wünschen, dass die Firma Ninebot hier hinten auch noch Blinker installiert. Das Schutzblech ist hier hinten nicht befestigt und es neigt natürlich hier dazu zu schwingen und dann ist diese Stelle hier besonders stark belastet. Da kann ich mir vorstellen, dass es hier über die Zeit zu Geräuschen kommt, so wie das auch beim Ninebot Max G30D der Fall war. Da hätte ich mir gewünscht, dass man von hier nach hier auch noch eine Verstärkungsstrebe anbringt. Ja, grundsätzlich habe ich mich sehr wohl gefühlt auf diesem Scooter. Ich kann euch den auf jeden Fall auch empfehlen,
auch wenn ihr ein bisschen schwerer seid, so wie ich. Ja, nochmal besten Dank an den Michael vom Kanal Techniktests, dass er mir diesen E-Scooter zur Verfügung gestellt hat. Ihr findet natürlich einen Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!